Hallo und moin moin zur siebten Folge von Transport Überlast. Eric zockt. Ja, wir haben jetzt unser Geld erreicht. Wir sind. Lag das gerade? Nee. Spiel ist Eye of Gant. Mann, 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 Mann. Einmal mit Profis. So, wie gesagt, wir haben unser Umsatzziel erreicht. Unser Minus ist weg. Hier, überzeugt selbst. Unser Darlehen ist weg. Und das heißt, wir können neue Strecken bauen. So, Entschuldigung, das ist ein bisschen leckt, aber ich weiß gerade selbst nicht, warum das so leckt. Mann, 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 Mann. Was ist denn da schon wieder los? Ah, jetzt läuft es flüssig. Ich habe ja in den letzten Folgen gesagt, ich werde jetzt hier ab Berlin weiter nach Wustrau weiter bauen. Das heißt, let's go. So. Dementsprechend muss ich jetzt die Strecke anfangen zu bauen. Hier will ich jetzt erstmal so ein kleiner Bahnhof geben. So. Das sind zwei Gleise, 160 Metern. So. Moment mal, wir wollten ja noch, das habe ich ja komplett vergessen, die eine Strecke elektrifizieren. Stimmt. Bevor ich das vergesse. So. Denn das ist auch wichtig. Wir werden jetzt nur nach Elektrifizierung gehen. Ups. Das sieht schon mal gut aus. Und was nervt ihr schon wieder? Mann, 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 Mann. Ich dauere das bei schon. So. Da hinten das Signal. Weiter geht's hier hin. Okay. Jetzt muss ich etwa von der Mittellinie nicht kommen, sonst bringt es ja nichts. Dann ich will die Strecke jetzt von hier weiter nach oben nach Berlin machen. Dementsprechend brauche ich ja das Geld, sonst bringt es ja nichts. Dann will die Strecke erweitern. Von Berlin Hauptbahnhof weiter nach dem Prinzip Hauptbahnhof. Sehe ich das richtig? Ich bekomme keinen Umsatz mehr. Doch. Aber anscheinend nicht so viel. Was ist denn da los? Muss ich jetzt die Züge setzen oder was? Weil die so alt sind. Details.
So alt sind die Züge eigentlich auch nicht, so wie ich das sehe. Achthunderttausend minus, auch Leute. Das sind wie viele Leute, das sind wie viele Passagiere? 15. Das sieht sehr, sehr mager aus bei dem Umsatz. Da kommt der nächste Zug. So, 30. Da oben sind 14. Minus 1 Million. Wisst ihr was? Da fange ich jetzt nicht mit dem Ding an, sondern mit dem Ersetzen der Züge. Denn das ist wichtiger. Da können 18 Passagiere, da fährt er schneller. So. Mit ersetzen. Hoffen wir, dass er demnächst die Züge ersetzt. Es wird finanziell ein bisschen teuer, so wie ich das sehe. 153.000 und 644. Eieiei. 55. Ich muss noch 398.000. Wir müssen erst von dem Minus raus, sonst bringt es nichts. Wie gesagt, Leute, wir werden dann demnächst, sobald wir die neue Flüge haben, hoffe zumindest, hier weiter nach Berlin fahren. Der Bahnhof steht ja schon. Aber jetzt müssen wir dann auch weiter ausbauen, sonst bringt es nichts. So, 241.000. Jetzt läuft es anscheinend wieder besser vom finanziellen her. Das sind 280. Aber wieder hoch auf 438. Ich bekomme hier schon Bauchweh. Mann, Mann, Mann. 100.000, 198.000. Na, Anna, geht doch. 64. Und hier sind alle nur 50. Jetzt müsste man wieder aus Minus rauskommen. Oh, das sieht ja mal geil aus. Nein, sieht das geil aus. Das sieht ja mal traumhaft aus. Boah. Alter Fall, da sieht das geil aus.
Besser. Jetzt sind wir im Plus mit einem übertrieben geilen Ankunft. So. So. Sieht das geil aus. Na schade, das sieht nicht so geil aus. Das sieht aber, das sah einfach geil aus. So, sind wir wieder minus. Hier ist der Zug nicht rappelvoll, aber hier, oder? Ey. Ach, da kommt schon der nächste. Aber der ist nicht so voll. Und 36 und 124. So, 43.000. Mal schon wieder minus. Ich will jetzt nicht unbedingt wieder Kredit machen, nur wegen den Zügen, weil sie keinen Umsatz machen. Ich bin gerade aus dem Minus rausgekommen, beziehungsweise vom Zinsen her. Darlehen, Entschuldigung. Und ich will kein Darlehen wieder machen. Das ist nicht, nee, das will ich nicht. Aber anders, da komme ich halt nicht hoch, wenn man so sieht. Hier, Krebsig hat 673 Einwohner. 29 und 60. 12. Mann, 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 Mann. Das wird noch ein teures Jahr. Aber wirklich. Oder Jahre. 260. Wisst ihr was? Ich baue euch mal die Strecke fertig. Das ist für mich lieber. Dann habe ich wenigstens die Strecke. So. So. Jetzt brauche ich wieder 75.000. Dann kann ich die Schiene da weiterbauen. Perfekt. Weiter geht's.
Huiuiui. Das ist meine Lieblingsstrecke. Die hier. Wegen dem Ingenieur missfallene Arbeit. Ist da mal so, wenn jetzt ein Sturm kommt, ist die Strecke gesperrt. Ein Bus namens Saurer Tücher. Okay. Kann man einmal so umbenennen. So. Oh. Was eine Sau Scheiße. Ich wo ich gerade drücken wollte. Kommt das ins Minus. So, Entschuldigung, das Spiel ist gerade abgestürzt. Nun geht's weiter. So. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind da oben stehen geblieben. Ich darf mal wieder von vorne anfangen. Was ein Mist. Egal, weiter geht's. So. Ah, falsch. So, das war mein Fehler. Aber welche Gleis ist? Das ist dieser Gleis. Okay, das ist richtig. So. Nun muss man jetzt beachten, dass wir jetzt wieder richtig bauen und nicht wie eben hier so eine schöne Lücke gemacht haben. Das müssen wir dann. Nee. Das braucht man nicht aber so gleich. Und dann wieder die Schienen hinbauen. Und damit macht man eigentlich kein Minus. Upsa. Gerade noch so, haha. Hundertfünftausend. So, 111.000 brauche ich. So. Wenn ihr mir noch 40.000 schenken würdet, ja, dann halt nicht. So. Und ich kann mal bauen. Ich darf auch nicht verpennen. So, perfekt. Und nun bauen wir auch hier Bahnhof hin. Warum ist Bau nicht möglich? So, jetzt brauche ich erstmal 230.000, damit ich dann hier leider die zwei Gebäude abreißen kann und somit dann auch den nächsten Bahnhof aufbauen kann. Na, wird das wieder so ein schönes Rennen? Ah, schade. Aber trotzdem sieht es toll aus. Mann, ey. Mann.
Das ist fies. Ha, und perfekt. Tut mir leid an die 3 Einwohner von Berlin. Aber das ist mir wichtig. So. Ah, da habe ich keine 4000. Ist das denn jetzt? Sag ihr ernst. Dann kann ich das da auch abreißen. Ah, perfekt. Und perfekt. So. Weiter geht's. Hier. So. Und so. So. Und so. Jetzt kann man eine schöne Strecke nach. Doch, das muss dieses Gleis sein. Aber brauche ich das Geld. Sonst funktioniert es ja logischerweise nicht. Jetzt haben wir das Geld gehabt. Ich frage mich echt, warum das so schnell der Umsatz weggeht. Wir brauchen definitiv neue Fahrzeuge, weil die kosten unnötig an Geld. Und wir machen dann keinen Umsatz. Damit sind dann auch die Passagiere nicht begeistert.
Weiter geht's. Also wir brauchen jetzt demnächst wirklich Umsatz, weil sonst bringt es wirklich nichts. So. Perfekt. Dann kann der Zug erstmal kurz warten, dass dieser Zug da reinfahren kann. So. Somit kann. Somit hat dieser Zug Vorrang. Der kann warten. So. Perfekt. Jetzt brauchen wir Geld. Jetzt brauchen wir wirklich Geld. So. Das kostet alles so viel. Woher kriege ich das Geld? Ich muss jetzt echt sparen. Das hat keinen Sinn.